Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 4. November 2020. Es ist nicht üblich, dass ich das für den aktuellen Tag ansage. Normalerweise ist es immer einen Tag drauf. Passen Sie auch ein bisschen mit den Zahlen auf. Ich habe ja jetzt etwas längere Arbeitsschicht schon hinter mir. Wir haben im Chat bei uns, zumindest auf der Seite, das ja auch durchkommentiert, auch im Dienst ein paar Mails rumgeschrieben. Scheint dort ganz gut funktioniert zu haben bei den meisten, auch wenn es nicht ganz so erwartet war, wie ich das gedacht hätte. Also ich hätte mit mehr Schwankungen gerechnet und vor allem auch mit einem anderen Ergebnis. Also das Bild hier, also können Sie sich mich vorstellen, wie ich teilweise vor dem Ergebnis saß. Also ja, machen wir das Beste draus, sehen wir das Positive dran. Also es sieht doch deutlicher danach aus, als gewinnt Trump die Wahl. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Das vorübergehende Ergebnis jetzt, das ist noch nicht offiziell, ne, klar, da kann sich noch was ändern, aber wenn wir jetzt hier mal so durchklicken, wie die Zahlen alle aussehen und 46 zu 52, 52 zu 45, 47 zu 51 bei 98% ausgezählten Wahlkreisen. Das ist alles hier, was hier rot ist. Das sieht fast noch sicher aus für Trump. Pennsylvania ist wohl noch ein bisschen offen, weil dort Briefwahl war. Da sind noch recht viele Stimmen auszuzählen per Briefwahl. Ansonsten ist das, was hier auf Bidens Konto noch gehen wird, das sind nicht mehr viele Wahlmännerstimmen. Das sind hier nochmal 11, das sind hier nochmal 10, das sind hier nochmal 4, das sind 25, wenn ich das zusammenrechne. Kommt er auf 238, da würden selbst, wenn er die 20 hier kriegt, da würde er auch keinen Preis mehr mitgewinnen, da müsste schon noch zwei Wahlkreise drehen. Ja, Alaska wird auch eher auf Trump gehen, Hawaii auch. Also von daher sieht eher aus, wie als gewinnt der Trump das Rennen. So gibt es sich momentan auch, gibt sich klar als Sieger. Ich würde das jetzt auch mal so erstmal behandeln, auch wenn es noch nicht offiziell ist. War aber beim letzten Mal auch ähnlich. Ja, da hat man auch gesagt, das ist alles noch nicht offiziell und da kann auch was passieren. Am Ende ist es dann trotzdem genauso gekommen, wie es dann vorher aussah. Deswegen im Zweifel jetzt erstmal für den Angeklagten, also für Trump, würde ich davon ausgehen, dass der dann auch Präsident bleibt. Gehen wir in unseren DAX. Haben wir ja uns für nichts vorbereitet. Also da wird der ein oder andere sich bestimmt geärgert haben, dass er sich noch K.O.-Scheine mit, also ich glaube ja, Broker, die haben 3 Euro draufgehauen. Also Wahnsinn, wenn du da Long und Short gekauft hast mit 3 Euro Aufpreis, dann hast du 600 Punkte Spread bezahlt. Und dann eröffnet er jetzt fast auf gleichem Niveau. Also das ist doch einmal der Mittelfinger wieder mal ins Gesicht. Also an sich hat der DAX eigentlich gut mitgespurt, ne? Wir haben ja eigentlich schon am Donnerstag gesagt, mit der grünen Tageskerze im Nacken, dass er, wie haben wir gesagt, wenn das Gap über 55, 500 kommt, ne, dass er dann, das Abwärtsgap über 55, 500 kommt, dass er dann hochtreiben kann bis zu 12.000. Das hat er ja auch getan. Wir hatten gestern gesagt, dass er durchaus auch weiter bis zum Abend halt noch schön durchtreiben kann, dass er sich wirklich zum Abend spät in den DAX reinstellt und dann oben und unten rausschwankt. Die Schwankungen sind dann doch eher relativ klein gewesen und lassen sich hier eigentlich in diesem Spektrum auch abstecken. Ne? Also hier waren wir oben, da waren wir unten. Das ist deutlich unter meiner Erwartung, wirklich deutlich unter meiner Erwartung gewesen. Da habe ich oben wie unten mehr erwartet. Wir sehen, er ist über dem Long Trigger, hat nicht am Channel unten reagiert. Das heißt, er ist im Channel drin, ist er im Channel drin, läuft er meist dann auch wieder bis zur oberen Kante ran. Müssen wir mal gucken, wie er jetzt reinkommt. Aber ich sag mal, alles, was so oberhalb von 12.133 ist, wie soll da jetzt der europäische Markt drauf reagieren, wenn auch der asiatische das nicht großartig, die Amerikaner nicht großartig? Also, ich würde fast denken, er schiebt das mal noch weiter. Gucken Sie sich mal den Nasdaq an, die Tageskerze, die der da stellt. Also, wenn die zum Dienstag so bleibt, na, aber dann, oder was ist jetzt hier Mittwoch? Wenn die zum Mittwoch bleibt, da kommt zum Donnerstag noch so ein Ding hinterher halt, ne? Also, da wird es unserem DAX auch schwer fallen zu fallen halt, ne? Deswegen würde ich schon sagen, wenn der hier in dem Bereich eröffnet, ohne dass er unter der 100 abhaut, dann würde ich schon sagen, hat der DAX gute Chancen auf 270, 335 bis 400 jetzt zu laufen. Ne? Also hier, das Spektrum ist durchaus realistisch und im Wochenverlauf muss man dann auch eine 12,640 um in einen Plan. Der Gap Close hier im Bereich
12640, 12660. Der wird weiter relevant, der wird weiter wichtig und bleibt möglich. Auch direkt. Ja. Dann hätte er hier einen V gestellt. Hätte quasi einmal den, was auch immer man hier eingepreist hat, Corona oder keine Ahnung, mit dem Wahlausgang dann komplett ausgekontert. Das wäre auch typisches Chartmuster, deswegen sollte man es ein bisschen im Blick halten. Und unseren DAX einfach, wenn er weiter steigt. Dann nicht zu brutal gegenwetten halt, ne? Also man kann dagegen wetten, aber man sollte ein Umkehrsignal erwarten und dann auch einen Stopp halt einfach setzen. Ne? Und wenn der Stopp dann kommt, dann lassen sie es halt, ne? Also dann nicht gleich wieder die nächste grüne Kerze hinterher schrotten, das bringt dann auch nichts. Also perspektivisch würde ich schon denken, kann der DAX sich hier eben oben ein bisschen weiter rausentwickeln. Der K.O.-Schein. Wir haben ja den anderen mit dazu genommen. Habe ich Ihnen die gezeigt? Ich habe sie Ihnen gar nicht gezeigt. Warten Sie kurz. Der K.O.-Schein, den wir gestern hier wieder mit reingenommen hatten, der liegt hier oben ein bisschen. Das finde ich vertretbar. Das ist dann außerhalb dem Channel, weil bricht er den Channel, dann ist es nun so ab. Dann geht es wieder hoch Richtung. Was, wo waren wir da? 13.300, 13.400? Irgendwo in dem Dreh rum, ha? Würde dann gegen das hochlaufen. Also, das muss man auf jeden Fall, das werden wir auch gleich im Tagesschart nochmal ansprechen, das muss man aus Tagessicht jetzt natürlich auf dem Radar haben, dass nach einer Wahl sich einen Trend formen kann. Neuer Trend formen kann. Es sind Unsicherheiten, die aus dem Markt rausgenommen wurden. Das heißt, der Markt kann jetzt wieder positive Erwartungshaltung auch einplanen oder auch negative, muss ich zeigen. Sollte man jetzt nicht vorwegnehmen. Aber es ist schon die Regel, dass nach einer Wahl durchaus zum wieder stärkere Trends einsetzen können. Ne? Kurze, ich finde mich damit Abphase und dann, aber schöner Trend. Also, den würde ich rausnehmen zu dem anderen K.O.-Schein, deswegen musste ich gerade schon ein bisschen lachen. Dürfte der eine oder andere nicht schlecht geguckt haben. Also, das macht auch nicht jeder Emittent halt, ne? Der ist 2 Punkte unterm Knockout, unterm Knockout ist der weggedreht. Das heißt, der Schein ist tatsächlich noch aktiv. Ich würde natürlich jetzt nicht mehr unbedingt traden. Das wäre mir einfach zu riskant, das wäre mir zu nah dran. Ich habe so von einigen gehört, dass die den einfach noch genommen haben. Ist ja auch okay. Also, ich meine, für einen Wetten auf einen Downgap war das natürlich passend. Die waren auch recht fair vom Spread her, trotz dass der so extrem nah dran lag. Wie gesagt, da gab es Emittenten, die haben 3 Euro draufgelegt. Ich glaube, bei Goldman waren es knapp 60 Punkte, was die sich extra als Prämie da geben lassen haben. Und das ist auch okay für das Risiko und die Chance, die man letztendlich gehabt hätte, wenn der hier 500 Punkte gefallen wäre, ist das vertretbar. Aber ja, den würde ich dann quasi jetzt hier rausstreichen, damit nehmen wir den. Dann gucken wir uns mal an, wie stabil der hält. Ich würde dann vielleicht auch hier nochmal einen neuen nachziehen, den man dann irgendwo hier drunter platzieren, halt, ne, dass wir uns unter 11.300 noch mal einen holen. Aber da warten wir jetzt erstmal, wie der Tag wird zum Mittwoch. Konnte das aus, hält das stabil, drückt das hoch. Ne, und dann gucken wir, dass wir da vielleicht nochmal einen ranziehen. Ansonsten würde ich den jetzt erstmal noch lassen. Weil es schon noch, wenn der DAX jetzt zum Mittwoch eine Flücke nach unten kriegt und der Dolle wegdrehen sollte, also gerade wenn er auch unter 8 Uhr und 8 Uhr, 9 Uhr unter 100 reinstartet, unter 12.100, ist es schon riskant. Dann kann er schnell auf die 12.000 und unter 12.000 klappt es dann so nach unten auf halt. Ne? Also da wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger. Ansonsten können wir das alles so stehen lassen. Da ist ja nicht viel passiert. Das eigentlich ist gar nichts passiert. Auch wenn es nicht unbedingt schön ist. Wie gesagt, haben sie das bisschen, dieses V ein bisschen im Hinterkopf hier. Das passt einfach in den Chart. Das sollte man im Kopf haben, wenn der DAX über der 12.130 rauskommt. Wenn er über 12.100 hochdrückt, haben sie das im Kopf, dass der sich hochdrücken kann. 12.335 in der ersten Instanz, 12.335, 12.400. Und in der zweiten Instanz dann eben oben den Bereich um 12.640, 12, was haben wir hier? 12.680, so in dem Bereich halt, ne? Ja, das aus der Perspektive im Tagesschart können wir auch mal nochmal reingucken. Hier hatten wir ja ein bisschen drüber gesprochen, ne? Da sieht man auch, okay, das ist noch nicht ganz vom Tisch. Drückt dann nämlich, ist nämlich die Tageskerze noch gar nicht fertig. Ich spreche jetzt für den aktiven Tag. Stellte uns die Tageskerze jetzt zum Beispiel unter die 12.060, unter die 12.040 für den Dienstag kann er zum, ne, halt zum Mittwoch. Stellt er uns das zum Mittwoch drin, kann er zum Donnerstag einen Konter machen, bleibt aber draußen stehen, sehen wir auch hier, kommen dann hier Unterstützung 360-Bereich rum und wo ist das mittlere Band? Das mittlere Band ist bei glatt 500, das wäre dann wahrscheinlich auch obere Gap-Kante hier so in dem Dreh. Warten Sie mal, wo ist die obere Gap-Kante? Ja, 4,460 rum. Also das ist schon eine interessante Zone. Hier knapp über 3,35. Das ist denkbar, wenn er über 1,33 rauskommt und nach oben treibt.
stellen Sie sich nicht zu quer, geben Sie dem Raum, nehmen Sie die zwei Marken, die wir da haben, und behalten Sie die im Hinterkopf. Und Sie sehen auch schon, auf großer Ebene wäre dann hier das, was wir im 2-Stunden-Chart haben, macht er dann auch im Tageschart hier. Das heißt, wenn er im 2-Stunden-Chart hier wieder in seinen Channel reingeht und oben aus dem Channel rausbricht, dann geht er, das ist ein anderer Channel, das ist ein kurzfristigerer, das ist ein längerfristiger. Ja, aber in dem Moment geht er auch hier dann wieder in den Channel rein und dann gilt auch hier wieder das einmal oben dran und oben raus und dann sind wir eben wieder bei höheren Regionen. Und das sollte man nach einer Weile einplanen, dass er einen Trend formen kann. Er muss nicht unbedingt nach oben kommen, kann aber nach oben kommen. Und das sollte man mit Wissen beherzigen und berücksichtigen. Ja. Das heißt, hier sind jetzt rote Kerzen wichtig, wenn man Short will, wenn man vielleicht auch rausgegangen ist vor der Wahl und jetzt überlegt, geht man jetzt wieder Short rein oder nicht, kann man durchaus warten, dass man vielleicht einen Tagesschluss hier aus dem Channel bekommt oder eine rote Tageskerze, die jetzt hier nochmal drunter geht. Das wäre ein Short-Signal, das wäre ein schönes Zeichen auch, dass er verweigert, in diesen Channel reinzusteigen. Dann hätte er nochmal Chancen runter auf 11.500, 11.400 zu fallen und vielleicht auch sogar schon mal drunter zu stechen. Ja, aber ansonsten alles, was jetzt hier auf Tagesebene grün bleibt, eher auch erstmal dann hier in die Erholungsbereiche mit Potenzial versehen. Ja, also es wird wirklich wichtig, wie er reinkommt. Ne? Also auch eine Xetra oben zeigt, dass sich erleichtert. Nehmt die Gewinne raus, nehmt die Gewinne mit, ziehen die Geld ab aus dem Markt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig jetzt zu beobachten. Also auch 14:30, 15:30, der ganze Mittwoch wird jetzt wichtig. Wie werten die jetzt die Ergebnisse halt? Ne? Und dann fehlt eigentlich nur noch das Ergebnis von Trump da, dass er offiziell bestätigt wird. Und das kann aber ein paar Tage dauern. Das wäre jetzt nicht, das wäre jetzt kein Drama. Ich denke, das wird man an den anderen Zahlen schon sehen, ob man da überhaupt noch warten muss. Bisher sieht es ja auch relativ eindeutig aus. Gut, Freunde, also das soweit die charttechnischen Ansätze, die wichtigen Zonen. Ich für meinen Teil mache es wirklich an der 12.100 ein bisschen. Ich mache es von dem Start abhängig, ne? Kriege ich fette Kerzen nach unten. Dann plane ich Rückläufe ein, die können bis 11.800 gehen, die können auch bis 11.600 gehen, also 11.670, 11.660 runter. Aber da will ich einen schwach sehen. Da will ich einen unter 12.100, 12.50, so irgendwo da drunter will ich einen, entweder direkt per Start oder direkt gleich drunter gedrückt sehen und dann darunter bleiben, weiter runter treiben, dann würde ich mir auch Shorts suchen und den hier noch ein bisschen mit auf die Meile bestimmen. Weil ich glaube, das wird auch eine einfache Strecke von 12.000 bis 11.830. Da ist ja nicht viel halt. Ne? Also ich glaube, das wird eine relativ einfache Strecke und da sollte man dann gucken, in dem Moment, wo er dann eben hier jetzt nochmal drunter bricht und auch dieses Nachttief unterbietet. Ich glaube, das war um die 59 rum. Ja. Und da hätte er dann entsprechende Spielräume. Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Ich hoffe, Sie sind gut durchgekommen. Ich hoffe, Sie haben keine Knockout-Scheine für 3 € Spread kaufen müssen. Das ist natürlich mega gut. Also ich bin nach wie vor der Meinung, die sollten da mal jemanden hinschicken, der die Dinger mal reguliert. Und da mal guckt, was die Leute da, die ganzen Emittenten da treiben. Also meiner Meinung nach wird da viel mehr Schindluder getrieben wie mit allen anderen Produkten, aber ist ja nun auch bekannt, kennt ja jeder, weiß ja jeder. Und das sind wahrscheinlich viele auch einfach glimpflich davon gekommen. Ja. Gut, Freunde, also dann, leg mich dann nochmal ein bisschen hin hier und frage mich, was bei den Amerikanern eigentlich kaputt ist. Und das Positive ist, ich glaube, ich habe es vorhin gar nicht gesagt, das Positive an diesem Wahlausgang ist aber, uns ist die Volatilität für die nächsten 4 Jahre eigentlich sichergestellt. Das heißt, wenn nicht irgendwelche komischen Steuerveränderungen in Deutschland dann doch noch kommen, sollte Trading auf jeden Fall die nächsten 4 Jahre unter Trump noch Spaß haben. Das Erste, was er wieder machen wird, ist irgendwelche Zölle rausposaunen. Da bin ich mir relativ sicher. Der fühlt sich jetzt bestätigt in all dem, was er vorher gemacht hat, und wird das jetzt mit viel mehr Ambition und viel mehr Motivation vertreiben. Also das vertreten, das glaube ich schon. Und dann sind wieder schöne Bewegungen einprogrammiert. Hoch, runter, rechts, links, zur Seite ran. Also da konnten wir uns die letzten 4 Jahre nicht beschweren. Oder zumindest den Großteil davon. Und ja, ich glaube, das ist wirklich als positiver Wert für uns als Daytrader oder als Trader hier aus dem Wahlergebnis eben mit rauszunehmen. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen erfolgreichen Mittwoch und dann hören wir uns auch nachher gleich wieder für das Video für morgen. Bis dahin, tschö.